Hallo, liebe Kryptonauten, alle, die es noch werden wollen und alle Zuschauer, herzlich willkommen. Heute möchte ich mit euch noch über drei Punkte schließen, einfach um die Woche abzuschließen mit dem neuen Gesicht hier auf YouTube. Und zwar drei Punkte. Der erste Punkt, wie geht's weiter? Der zweite Punkt, noch ein paar Worte zum Kryptonauten-Talk. Und den dritten Punkt möchte ich euch meinen schlimmsten Kritiker vorstellen. Starten wir mit Punkt 1. Erstmal seht ihr da oben, da fehlt was. Ja, ich muss sagen, das erste Video habe ich ja gesagt, da werden wir etwas minimalistisch starten mit dem Ganzen. Da aber der Test erfolgreich war, können wir uns etwas mehr Mühe geben. Also, plopp, machen wir so weiter. Ja, ich sagte gerade, es war ein Test. Und wir mussten uns wirklich überlegen, wie wir mit YouTube und Social Media weitermachen, nachdem wir im Team ein bisschen umstrukturiert haben. Leute sind gegangen, Leute sind dazugekommen, aber dazu am Montag mehr. Ja, nun haben wir eine Lösung gefunden mit dem hier. Wobei ich auch sagen muss, falls jemand kommt und sagt, ich kann das besser, räume ich gerne meinen Platz. Wir sind sehr froh darüber, dass wir die ganze Zeit, auch wo keine YouTube-Videos waren, eine sehr tolle Community bei uns im WhatsApp- und Telegram-Chat haben und die immer fleißig mit uns schreiben und diskutieren. Wie gesagt, sind wir sehr froh und ihr seid toll. Ja, wie machen wir weiter? Wir werden es so machen, wir haben überlegt, produzieren wir mehr Videos, machen wir jetzt jeden Tag, haben wir gesagt, das wird zu viel, wir sind, also mit mir sind wir neu hier an dem Kanal und möchten erstmal langsam starten und unsere Planung ist, wir werden für Montag und für Freitag Videos machen. Den Mittwoch werden wir komplett mit dem Kryptonauten Talk verbringen, wo ich gleich noch was zu sagen muss. An den Montag- und Freitag-Episoden werden wir dann ab nächste Woche wirklich mit den wichtigen Themen anfangen. Wobei ich sagen muss, wir fangen ganz von vorne an. Wenn du neu bist im Kryptobereich, wenn du interessiert bist, an einer Kryptowährung zu kaufen, dann bist du genau hier richtig, weil wir starten wirklich wieder komplett neu. Es bringt uns nichts, wenn wir jetzt hingehen und sagen, ja, was ist eigentlich Bitcoin? Guck mal bei dem und dem YouTuber oder gib's bei YouTube ein und schau mal, was du findest. Das ist ja auch Blödsinn und deswegen werden wir ganz von vorne nach und nach starten. Für die alten Hasen wird natürlich der Kryptonauten-Talk jeden Mittwoch sehr interessant sein und ich weiß auch, dass sich schon einige sehr darauf freuen und ich kann euch sagen, wir haben jetzt schon spannende, interessante Gäste. Ja, bisher waren unsere Videos hier auf dem Kryptonauten-Channel ziemlich professionell, wie ich finde, aber echt klasse, aber solche Videos, muss man wirklich sagen, die brauchen halt wirklich viel Zeit und sehr viel Arbeit. Da wir aber noch andere Sachen vorhaben, wie gesagt, am Montag mehr dazu, müssen wir unsere Zeit besser einteilen und deswegen haben wir gesagt, machen wir auf diese Art so weiter, gerade nach den ersten zwei Videos. Also die Mittwochreaktion war klasse. Ja, das war's zum weiteren Verlauf. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist das Talk-Video. Die Reaktionen waren Hammer. Also wir haben überlegt, was können wir machen, um uns ein bisschen, was können wir anders machen wie andere YouTuber? Was hat man noch nicht auf YouTube so gesehen und wo kann man auch anderen Menschen eine Plattform zu geben, die vielleicht gar nicht YouTuber sind und vielleicht auch nur sagen, ja, ich würde mal ein Video mitmachen, aber da jeden Tag sitzen, habe ich auch keine Lust drauf. Deswegen war das wirklich eine gute Lösung und das kam uns so spontan und sagten wir, ja, das könnte was sein. Und ja, die Reaktion, wir waren so begeistert, vor allem, wie viele Leute darauf Lust haben. Wirklich, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, so jetzt gucken wir, dass wir bis Ende des Jahres hinkriegen, dass wir jeden Mittwoch ein Video haben. Ja, das wäre dann, Patrick hat angefangen, die weiß ich schon, da wären 5 Videos, 5 Leute werden wir ja wohl finden, haben wir gedacht. Ja, und dann ging es dann los am Mittwoch, die Reaktion, oh klasse, und auch was zu mir schön gesagt, was ich toll fand, und
das Format ist super und kann ja jeder mitmachen und muss ich dafür Kryptonaut sein? Nein, du musst nicht Kryptonaut sein, du musst noch nicht mal in unserer Telegram-Gruppe, du musst nicht in unserer WhatsApp-Gruppe sein, du musst nicht unseren Twitter folgen, du musst nicht auf Instagram uns folgen, musst du nicht. Du bist krypto-interessiert, hast Erfahrungen im Krypto-Bereich, kannst was erzählen, die Fragen habt ihr gesehen, kommt rein, schreibt mich an, schreibt uns an, wir haben Interesse. Und ich kann euch jetzt schon sagen, wir haben ja anfangs gesagt, oh, bis Ende des Jahres, ob wir das schaffen. Ich kann euch sagen, also bis Ende Februar sehe ich aktuell gar keine Probleme. Ja, wir werden das Ganze erstmal so weiterbehalten. 20 Uhr ist der neue Termin für Mittwoch, den Kryptonauten-Talk. Ihr dürft euch auf die nächsten Episoden freuen. Ja, der dritte Punkt in diesem Video. Der schlimmste Kritiker von mir. Der schlimmste Kritiker von mir ist meine Frau. Ja, meine Frau. Und zwar zum Montag-Video hatte sie eine Kritik. Vorweg muss ich sagen, ich habe ihr nichts von den Videos, beziehungsweise ich habe ihr erzählt, ich sitze da oben und mache Videos, sonst würde die Tür ja auch mal aufgehen und man merkt sich da. Nein, Spaß. Ich habe ihr die Videos vorher nicht gezeigt. Der Einzige, der die gesehen hat, war der Chef. Und ja, sie musste dann genau wie ihr Montag und Mittwoch um 20.15 Uhr da sitzen und hat die Premiere geschaut. Der Countdown lief runter, sie hat sich das angeschaut und ich dachte, was machst du da? Oh, die eigene Stimme. Die höre ich jetzt beim Videoschneiden angucken, ob das gut ist, oft genug. Naja, wir lagen auf dem Sofa, sie hat sich das angeguckt und hat sie gesagt, jetzt mal ehrlich, das Video war an sich gut, aber wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? Sowas musst du den Leuten sagen. Man will doch wissen, wer jetzt da sitzt und einem was erzählen will. Ja, und so wie ich bin, lag ich auf der Couch und habe gesagt, ja, aber wieso? Ich habe doch gesagt, wer bin ich? Stefan. Woher komme ich? Von den Kryptonauten. Und was mache ich? Ja, ich mache Videos für die Kryptonauten. Ja, aber nur mal ehrlich. Und ich muss jetzt was sagen, das ist nicht so einfach und ich weiß, der Zeitpunkt wird kommen, da wird sie es ausschneiden, mir vorspielen, egal wann, aber irgendwann wird der Punkt kommen. Und ja, ich muss aber trotzdem machen, weil es ist so. Also Achtung, Schatz, du hast recht. An dieser Stelle muss ich auch sagen, mich hätte auch interessiert, was für ein Typ da jetzt sitzt und will mir einen von Krypto und anderen Sachen erzählen. Ja, und deswegen möchte ich euch gerne an dieser Stelle mich, beziehungsweise ich möchte mich vorstellen. Mein Name, Stefan. Ja, dazu sei gesagt, Stefans. Eieiei, Stefans gibt es verdammt viele. Ich habe mich in der Community vorgestellt, damals unter Stefan V. und habe das auch so beibehalten. Zum Glück besitze ich nämlich einen etwas besonderen Nachnamen und eigentlich auch einen recht coolen Namen, der nicht wirklich alltäglich ist. Ja, woher komme ich? Ja, wir, meine Frau und ich, haben ein wunderschönes Haus hier in der Eifel und zusammen mit unseren zwei Kindern, diese sind 1 und 3, dazu muss ich sagen, ich bin ja genauso alt wie meine Kinder, 1 und 3, ich bin nämlich 13, ich hoffe, ihr lacht jetzt nicht, gut, die Zahlen 1 und 3 stimmen zwar, aber gut. Ja, was mache ich? Und dazu möchte ich euch gerne mehr erzählen nächste Woche, Montag. Da wird es nämlich darum gehen, wer sind die Kryptonauten? Was können die? Was wollen die erreichen? Was will man machen? Ihr habt es ja schon am Mittwoch gehört. Wir haben eine App, eine wundervoll schöne, tolle App. Wir haben eine Homepage, natürlich. Und wir sind Veranstalter der Crypto Rockstars in Köln. Dazu am Montag mehr. Ja, mir fällt gerade ein, ich habe eigentlich dem Patrick gar keine Chance gegeben, sich vorzustellen. Dann müssen wir das wohl in einem zweiten Talk-Video nachmachen. Ja, und zum Schluss möchte ich euch natürlich ein schönes Wochenende wünschen. Und vielen Dank, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid, dem Typen hier zu gucken, den ihr jetzt im Prinzip gerade erst wisst, wer der ist. Und wie gesagt, nächste Woche starten wir mit den wirklich wichtigen Themen und dazu sei gesagt, ich hoffe, ihr freut euch auf viel, viel